Hoy traigo para compartirles un testimonio bastante interesante y es de una chica que desde el 2011 empezó a compartir gran cantidad de videos y material relacionados con todas las temáticas de la New Age, incluido Reiki, yoga, tarot, todas las temáticas de la espiritualidad que nos venden hoy en día. En ese movimiento de la nueva era. Hoy en día esta ex New Age nos hace pensar a quienes aún están inmiscuidos en esto de la nueva era, pues los va a hacer pensar un poco más acerca de lo que realmente hay detrás de este movimiento. Como veremos a continuación, esta chica empezó en ese mundillo guiada desde muy temprana edad. Precisamente por su familia. Como veremos en el testimonio, la familia juega un papel bastante importante, pues en las decisiones que luego vamos tomando a medida que vamos creciendo y nos vamos abriendo paso, siguiendo diversas filosofías o movimientos como el de la New Age, que aunque muchas personas creen que lo han elegido por sí mismos, pues veremos que no tanto. Este caso en particular, quiero aclarar antes de seguir con el testimonio, es aclarar un poco acerca de todas estas personas que empiezan a salir de la New Age y crean, digamos, canales o dejan de publicar su material acostumbrado para empezar con otro tipo de temáticas, ya más de tipo cristiano, ya más de ese lado aparentemente opuesto al que estaban. Y hago mención a esto porque pues a mí personalmente me parece muy apresurado eso de salir hoy del New Age y ya la semana siguiente están haciendo videos, que crean blogs, crean canales de YouTube y empiezan a hablar de incluso muchos temas del mundo cristiano que no dominan. Digamos que en cierto modo pues también terminan confundiendo a las personas. Y no es de culparlos ya que pues ellos están, digamos, compartiendo la alegría de haber podido descubrir el engaño en que los tenían en la New Age. Sin embargo, pues es, digamos, un pequeño llamado para que quienes van saliendo de la New Age, pues digamos que tomen un poco más de tiempo en, digamos, comprender la magnitud de ese engaño, ya que no es fácil salir y ya al día siguiente pensar de que ya la persona se liberó, porque es una total mentira. Las personas siguen, digamos que, en cierto modo, subordinadas aún a ese pasado al que estuvieron atados. Estamos hablando acá de una influencia de tipo espiritual que no se puede desconocer. He conocido bastantes personas que empiezan, como les digo, a publicar material. Sin embargo, ellos dicen, Dios me habló, Dios me dijo. Y bueno, esto digamos que se presta para confundir. Y es que estamos hablando de personas que estuvieron incluso convertidos en canalizadores, mediums, que durante años estuvieron recibiendo mensajes del mundo espiritual. Y pues yo me pregunto cómo pueden pretender de que de un día a la, de la noche a la mañana ya van a estar recibiendo mensajes de Dios cuando aún no se han liberado completamente de todo ese lastre que llevaban de años atrás. Como les mostraré en un video posterior, hay influencia espiritual de la que estas personas no son conscientes. Entonces, de ahí, pues digamos que como este llamado de atención, y pues ojalá el testimonio les sirva a muchas personas para comprender pues que esto de la New Age no es tan color de rosa como parece, de que en muchas ocasiones estamos siendo llevados desde la infancia a seguir ciertos caminos, a sentirnos vacíos, a sentirnos desesperados y siempre en una búsqueda que nunca va a terminar. Así estén en la New Age. Como veremos,
La persona empieza en un nivel bajo y empieza a subir, a escalar en iniciaciones de las que ni siquiera él es consciente. Así que los dejo entonces con el testimonio. Espero que para muchos sea de inspiración y que de todas maneras les ayude a conocer un poco más y a quienes están en la New Age, todas estas cuestiones del esoterismo, pues digamos que a ser un poco más cuidadosos y a comprender la magnitud de este gran engaño. Ja, die meisten von euch kennen mich als, sagen wir mal, spirituellen Vorreiter oder jemand, der schon seit 2011 hier ganz öffentlich auf YouTube die Spiritualität oder im weitesten Sinne die Esoterik vertritt. Meine Themen bislang waren, wie erschaffe ich mit meinen eigenen Gedanken die Realität? Wie bin ich quasi Schöpfer meines eigenen Lebens? Wie ja, hebe ich mich empor, wie ja, wie werde ich, sagen wir mal, zum Gott meines eigenen Lebens? Ich habe auch jahrelang daran geglaubt. Ich habe angefangen, ich weiß nicht, also so richtig angefangen habe ich mit der Spiritualität oder mich dem Ganzen hinzuwenden, als ich, oder das erste Mal besser gesagt, als ich glaube ich so 9 oder 10 Jahre alt war. Und da hatte ich irgendwie von meiner Oma mütterlicherseits so eine Meditationskassette bekommen. Und beziehungsweise meine Mutter hatte sie bekommen. Und ich hatte sie mir irgendwie angehört, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt dachte, ja, damit könnte man fliegen. Und ich habe mir sie angehört und öfters sogar, obwohl ich die Worte und alles überhaupt nicht verstanden habe in der Form, hat es mich irgendwie gecatcht, würde ich sagen. Und ich habe sie mir angehört und ja, wie gesagt, mit dem Fliegen hat es nicht wirklich geklappt. Naja, es ging weiter. Da war ich glaube, da muss ich so 12 oder so gewesen sein. Da habe ich zum ersten Mal, so ja, so 12, 13, genau, so zum ersten Mal mit einer Freundin zusammen die Hexerei für uns entdeckt. Und wir hatten uns Bücher über Magie, über Zauberei geholt. Und haben dann auch tatsächlich einige Rituale durchgeführt, wie ich mich noch sehr lebhaft daran erinnere. Und ich weiß noch, wir waren irgendwie auf einem Markt und hatte damals auch in einem kleinen Ort gelebt und wir wollten solche roten Pfefferkörner besorgen für irgendeinen, naja, Liebeszauber. Und das ist bescheuert, wenn ich ehrlich gesagt darüber jetzt nachdenke. Und ja, dieses Thema hat mich halt total fasziniert, vor allem weil ich eben auch Leute hatte, mit denen ich mich darüber unterhalten konnte. Und irgendwann bin ich tatsächlich auch mal zum Voodoo gekommen, was ich, ja, naja, so mehr oder minder auch mal ein bisschen angewandt habe. Und ja, dann war es irgendwie so, dass ich mich, glaube ich, dann eine Zeit lang mal, also ich glaube, ein paar Jahre gar nicht damit beschäftigt habe. Und dann bin ich eben dazu gekommen, was quasi meine offizielle Version hier auf YouTube und auf meiner Website ist. Sprich, dass ich ungefähr mit 15 Jahren angefangen habe, mich für ja, das positive Denken zu interessieren, Joseph F. Murphy oder der Herr Freitag, weiß nicht, wie der Name jetzt genau war. Jedenfalls waren das die Bücher, mit denen ich angefangen habe, sodass ich wirklich gemerkt habe, also irgendwie kann ich scheinbar mit meinen Gedanken meine Realität steuern. Und ja, und für mich ziemlich viel rausgefunden. Und am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht wirklich viel davon mitgekriegt, dass ich tatsächlich meine eigene Realität gestalten kann, weil sich keine Erfolge aufgetan haben. Aber dennoch hat mich das Thema als solches nicht mehr losgelassen. Und ich bin wirklich von dem einen in das andere Thema eingetaucht. Und es ging wirklich weiter mit, dann kam irgendwann The Secret und dann kamen irgendwelche Chakrenklärungen und dann kam Kartenlegen. Ach ja, Kartenlegen, das war sowieso schon in meiner Familie. Also meine Oma war so eine totale Kartenlegerin, aber mit diesen normalen Rommi-Karten. Und hat dann irgendwie mal die Zukunft da vorausgesagt. Und ich war da Feuer und Flamme, weil ich das ziemlich, ja, ich fand es halt hochspannend, ne, dass mir da jemand irgendwie meine Zukunft voraussagen konnte. Und naja, wie ihr hört, war ich ziemlich in dieses ganze Thema involviert. Und naja, auf jeden Fall war das ganze grob gefasste spirituelle Thema,
quasi mein Lebenselixier. Ne, es ging weiter, dass ich dann, als ich mit dem Studium angefangen habe, irgendwie darauf gestoßen bin, dass es ja sowas wie Verschwörungstheorien gibt. Sprich, ich habe mir alles von David Icke reingezogen, wie die Welt wirklich aufgebaut ist, welche Kräfte dahinter stehen, also diese ganzen Reptiloiden, Anunnaki und so weiter, und dass die uns lenken und leiten und sowas und dass sie uns vom Licht fernhalten wollen. All das. Und dann, naja, gut, genau, dann kam diese ganze Chakren-Geschichte weiter und dann ging es wieder in irgendwelche, dann habe ich auch zwischendurch auch nochmal NLP gemacht und, mit Engeln habe ich mich noch beschäftigt und, aber im Prinzip, das Kernthema war immer, dass ich wohl irgendwie mit Energie arbeiten kann, dass ich Energie anzapfen kann durch Meditation, Yoga habe ich auch eine Zeit lang gemacht, konnte ich mich aber wirklich für einen langen Zeitraum nicht begeistert, immer nur so kurzweilig, aber es hat mich immer dahin gezogen und wie ihr durch meine Videos kennt, habe ich ziemlich viele Stationen durchlaufen. Die vorletzte war quasi Indien, wo ich danach eigentlich ehrlich gesagt völlig fix und fertig war. Da komme ich auch noch dazu, warum das überhaupt so war, und jetzt meine letzte Station war Grigori Grabovoi. Mit Grigori immer gesagt habe. Das war auch nicht gelogen. Das war auch etwas, was ich ganz ehrlich gesagt habe. Sowieso war das, was ich hier in den Videos immer gesagt habe, es war nie gelogen. Zumindest nicht direkt. Es war irgendwie immer, ich habe Erfolge gehabt und das nicht gerade wenige. Nur auch nicht in allen Bereichen. Das hat mich irgendwie geärgert und ich habe mir immer so gedacht, irgendwann kam bei mir so dieser Wunsch auf, oder dieser Anspruch, wenn ich das doch anderen Menschen beibringe, muss es doch bei mir auch alles perfekt laufen. Und ich habe es für mich erklärt, naja, dass ich halt eben noch auf meinem Weg bin und dass ich eben auch noch meine Wunden habe. Da hatte ich einfach den Anspruch, das müsste bei mir auch eigentlich alles perfekt klappen. Und es gab solche Hotspot-Themen in meinem Leben, die ich schon immer lösen wollte. Und egal, was ich angewandt habe, sie haben sich einfach nicht gelöst. Zudem ist auch noch so eine Sache, meine Mutter, wie ich auch schon erzählt habe, ist seit meinem 10. Lebensjahr schwerst krank. Und ihr geht es irgendwie gefühlt immer schlechter und irgendwie konnte ich ihr da auch nicht richtig helfen. Und für mich war das dann irgendwann, also das hat sich eigentlich schon jetzt so, eigentlich schon im letzten Jahr so mehr oder weniger aufgebaut, dass ich irgendwie immer mehr gedacht habe, ist dieses Spirituelle überhaupt das Richtige für mich? Aber durch Grabovoi bekam ich jetzt nochmal wieder so einen Schub, weil so vieles geklappt hat. So, aber es war jetzt so, dass ich so im Januar, und ich habe gemerkt, dass die ganze Spiritualität, die ganze Esoterik, die ganze Energiearbeit im Prinzip nur Teufelzeug ist. Etwas, was tatsächlich von Satan persönlich kommt. Ich habe erkannt, dass alles, was ich bislang gemacht habe, nur Tür und Angelpunkt aufgemacht hat für dämonische Kräfte. Dass ich quasi durch meine ganze Energiearbeit, durch die Affirmation, durch die Visualisierung, durch das Denken, ich wäre selber Gott, durch Meditation, dadurch, dass ich in Indien war, diverse Mantren gesungen habe, Yoga gemacht habe, mit Sätzen gearbeitet habe, mich nur offen gemacht habe, um das Dämonische in mich reinzulassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir gerade nicht so leicht, ein Video darüber zu machen, denn ich mache mich jetzt mal ziemlich offen oder auch angreifbar, aber ich habe etwas erkannt, was ich zuvor so in meinem Herzen noch nicht gefühlt habe, und zwar, ich habe das Gefühl, dass ich die Menschen wirklich zu Gott führen soll. Gott war für mich immer, oder Jesus war für mich immer so ein, ein bisschen abstraktes Thema. Vor allem auch ein bisschen altgebacken und ein bisschen mittelalterlich angehaucht. Und kam Gott immer wieder in mein Leben. Erstmal angeführt durch meine Oma, die zutiefst gläubig ist und die mich immer wieder auf Gott geführt hat. Und auch schon als kleines Kind, es gibt so eine kleine Mutter-Maria-Statue und meine Oma hatte so eine, und ich hatte zu ihr gesagt, da war ich vielleicht gerade erst 5 Jahre alt, Oma, ich möchte auch so eine Statue. Und ich bin mit ihr auch regelmäßig in die Kirche gegangen, obwohl ich das nicht verstanden habe und obwohl es mich auch irgendwie gelangweilt hat. Dennoch in einer Form habe ich immer, also insbesondere für mich, zu Mutter-Maria gebetet. Und ich habe immer an Gott auch geglaubt. Und
Also es war quasi immer, immer diese Verbindung da. Reinkarnation ist Quatsch. Und als ich das gelesen habe und dass ich das für mich erfahren habe, habe ich auch gedacht, ja, what the fuck? Was hat mir meine ganze bislang Lehre über diverse Spiritualität, mein ganzes Wissen, was bringt mir das eigentlich? Wenn eh sowieso alles hinfällig ist. In der Tat ist es so, dass im christlichen Glauben, wenn man die Bibel aufrichtig studiert, dass es sowas wie Reinkarnation nicht gibt. Das ist einfach nur ein Machwerk des Teufels ist, des Satans, des Dämonen, was dir vorgaukelt. Du hast immer und immer wieder Leben und du kannst immer wieder von vorne anfangen und es gibt keine Schuld und es ist sowieso alles easy und du kannst hier sowieso auf der Erde machen, was du willst. Du bist sowieso geliebt. Du kannst sowieso immer wieder von neuem anfangen. Aber im Prinzip haben wir nur ein Leben. Nur dieses eine Leben. Ich habe persönlich auch schon sowas wie Reinkarnationstherapien gemacht, vermeintlich andere Leben gesehen. Aber diese andere Leben, die kannst du auch unter Hypnose herbeiführen. Ne, das ist alles völlig easy. Aber ganz ehrlich, bewusst erinnere ich mich absolut an kein Leben zuvor. Das einzige Gefühl, was ich bislang immer nur hatte, war, dass ich irgendwie nicht von hier komme. Ich habe es damit begründet, dass ich mich irgendwie als Indigo bezeichnet habe und wie ich gemerkt habe, hat dieses Video auch ziemlich viele Menschen unter euch begeistert und euch bestärkt. Ehrlich gesagt möchte ich mich aber für all meine Videos entschuldigen, denn ich glaube nicht, dass ich euch da irgendwie auf den richtigen Weg geführt habe. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich euch schaden wollte, ganz im Gegenteil, eigentlich weil ich euch helfen wollte, aber ich glaube, damit habe ich nichts Gutes gemacht und das Einzige, was ich jetzt machen kann und zu euch irgendwie sprechen kann, deswegen lasse ich auch erstmal die... Eins ist klar, dass die ganze Spiritualität, die ganze Esoterik, die ganze New Age Bewegung absolut dämonisch ist und einfach mal rein gar nichts damit zu tun hat, dass du angeblich dein eigenes Licht entdecken sollst. Ihr könnt vielleicht fragen, wie kommst du da drauf? Na, im Prinzip ist es ganz einfach. Ich habe im Laufe der Zeit immer eine tiefe Sehnsucht gehabt, eine Einsamkeit in mir und eine Leere, die ich nach außen hin überspielt habe. Einige von euch haben das in meinen Videos gesehen und viele meiner Videos, wenn ich sie jetzt zurückverfolge, sehe ich ganz einfach, wie viel Traurigkeit dahinter stand und auch eine gewisse Form von... eine düstere Ausstrahlung. Und ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt aber nicht wirklich, ich wollte es nicht wahrhaben, ich wollte es nicht eingestehen. Etwas in mir war, ich wollte helfen und ich wollte diese Videos und das Wissen nach draußen geben. Aber etwas in mir war einfach auch so was unfassbar unzufrieden war und abgefuckt von dieser Welt und abgefuckt von den Menschen. Und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie auch gar keinen Bock mehr, Menschen zu helfen. Und Leute, ich konnte mir das rationell ich konnte es mir nicht erklären, weil ich dachte, Mann, auf der einen Seite gibst du dieses Wissen preis und du willst den Menschen helfen, aber auf der anderen Seite nervt es dich unfassbar. Also bin ich irgendwie damals zu dem Schluss gekommen, ja scheinbar bin ich dann nicht von hier und die Menschen sind sowieso alle Opfer und ich bin ja sowieso der Übermensch. Und musste sehen, oder musste jetzt im Nachhinein sehen, dass das gar nicht so von mir kam, sondern dass etwas in mir war, eine Kraft, eine Besessenheit oder eine dämonische Vorherrschaft, die wollte, dass ich so denke. Die wollte, dass ich über die Menschen so denke und dass ich eigentlich mehr Schaden anrichte, als dass ich Gutes tue. Und deswegen, Leute, ich kann jetzt hier an erster Stelle einfach mal sagen, hört bitte, bitte auf mit der Spiritualität. Denn sie führt euch wirklich in die Vernichtung und da war ich schon sehr, sehr oft. Leute, ihr habt gar keine Ahnung, wie oft ich in der Zeit, wo ich mit der Spiritualität ganz, also wirklich, nicht nur angefangen, aber wirklich intensiv zu praktizieren, wie viele Selbstmordgedanken ich hatte. Wie viel Leiden ich in mir gefühlt habe. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Ich beschäftige mich hier und ich denke positiv und ich mache das alles und ich habe, wie gesagt, auch in gewissen Bereichen ziemliche Erfolge. Was ist da los? Wieso fühle ich dann irgendwie nicht immer diese Liebe? Warum nur manchmal?
Und wenn ich die Videos gedreht habe, dann waren das Tage, wo es mir ziemlich gut ging. Obwohl auch noch, wie gesagt, wie ich es in den Videos sehen kann, doch diese Traurigkeit vorherrschte. Es ist einfach so, dass der Teufel, das Satan, dich zu sich lockt und sagt, hier, komm, mach diese Energiearbeit, mach Yoga und dann geht's dir toll oder deine Gedanken schaffen deine Realität. Und in dem Moment setzt sich quasi etwas Dämonisches in dir ein. Du machst dich offen für die furchtbare geistige Welt. Und diese geistige Welt, sie hat tatsächlich Kräfte und sie benutzt Magie. Und deswegen auch hier absolute Vorsicht vor Magie, ob schwarz oder weiß, es ist beides absolutes Dreckzeug. Jedenfalls, diese ganze New Age Bewegung, sie benutzt dich als Werkzeug, diese dämonische Kraft benutzt dich als Werkzeug, damit du quasi für sie agierst, also du visualisierst dir was zum Beispiel und tatsächlich du hast auch Erfolg oder du kannst auch tatsächlich jemanden heilen und du denkst, wow, das funktioniert, krass. Das ist nur so, weil quasi das Dämonische dir einen Zucker gibt, eine Anfangsbelohnung und sagt, ja, du hast Kräfte, du bist Gott, du kannst Gott spielen und du bist Schöpfer deiner eigenen Realität. Und aber später wird er dir alles entziehen, denn Gott liebt dich, aber der Teufel, der hasst dich. Er hasst die Menschen so sehr und er will sie am liebsten in jegliche Stücke zerreißen und am besten wieder zusammenbauen und sie wieder zerreißen und das auf Ewigkeit. Und das ist tatsächlich etwas, was nach diesem Leben geschieht, wenn man sich diesem Dämonischen zuwendet. Er lockt dich erstmal und zeigt dir vermeintliche schöpferische Kräfte und hinterher bestraft er dich auf das Übelste. Und das ist genau das, was bei mir passiert ist. Am Anfang hatte ich tolle Erfolge und es hat immer wieder funktioniert. Ein paar Wochen oder ein paar Monate später bekam ich immer wieder Peitschenhiebe. Und ich habe immer gedacht, ja gut, das wären vielleicht Angriffe von der negativen Welt, weil sie nicht wollte, dass ich in das Licht aufsteige. Aber es ist falsch interpretiert, das ist die New Age-Erklärung. Die Wahrheit dahinter ist, du beschäftigst dich mit dem ganzen New Age-Kram, du denkst, du kannst eine Realität erschaffen, du machst dich offen, du lädst Energie ein und du gestaltest tatsächlich auch etwas, dann glaubst du daran, dass du Schöpfer deiner eigenen Realität bist. Aber wenn es um wirklich wichtige Sachen geht, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr. Und nicht nur das, dass es nicht funktioniert, sondern du wirst mit absoluter Negativität gesegnet. Du bekommst Depressionen bis hin zu Suizidgedanken, zu absoluter Selbstzerstörung, keine Lebenslust mehr, absolute Langeweile, ständige Suche nach dem Sinn des Lebens, Lethargie, du denkst irgendwie, du willst am liebsten von Außerirdischen abgeholt werden, du fühlst dich hier nicht zugehörig und das, was du nicht vermeiden sollst, ist, dich nicht Gott zuzuwenden. Ich weiß, Gott und Jesus wird, wie ich zu Anfang auch schon gesagt habe, hier ziemlich altgebacken dargestellt. Etwas, was völlig überholt ist, was völliger Schwachsinn ist. Ich glaube auch mit Systemen, dass die Leute sich dahin nicht zuwenden. Denn es ist wirklich so, dass nicht du deine eigene Realität gestaltest, sondern es ist einzig und allein Gott, der dein Leben lenkt, wenn du dich ihm zuwendest. Und da kann Besseres und Schöneres passieren, als man sich es vielleicht jetzt noch gar nicht so vorstellen kann. Es war so, vor ein paar Wochen war es einfach so, ich war bei H&M in der Umkleidekabine und dann war irgendwie so wie so eine Frage in mir, von wegen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, bitte, bitte, bitte gib mir ein Zeichen. So, und ja, ich bin rausgegangen, bin auf die Straße gegangen und plötzlich sah ich einen Mann, der auf einer Gitarre spielt. Wirklich völlig in sich versunken und nur am Gitarre am Spielen. Und ich stand direkt vor ihm und quasi, ich war die Einzige. Nur, und die ganzen Menschen sind irgendwie drumherum gelaufen und er stand und er saß vor mir. Und ich, es war schon fast so, als ob ich mit offenem Mund da stehen würde. Und ich hörte ihm zu und ich dachte mir, was ist das für ein wunderschönes Lied? Es war Gänsehaut pur. Ich hatte fast angefangen zu weinen und ich konnte es nicht zuordnen. Irgendwann nach 2 Minuten entdeckte ich, dass es das Halleluja war, was er gespielt hat. Aber in einer Form, wie ich es zuvor noch nie gehört habe. Und ich dachte mir einfach nur so, danke. Danke, dass du dich mir gezeigt hast. Und weil ich irgendwie, ja, es ist für mich wie so eine ewige Suche und ich endlich die Antwort dazu erhalten habe. Ich musste ganz ehrlich durch extremes Leid gehen. Wirklich extremes Leid, dass ich hier hinkomme. Und wenn ich euch helfen kann, dann möchte ich es, wie gesagt, jetzt hier mit diesem Video tun und mit den ganzen nachfolgenden Videos, die da folgen werden. Und ja,
Es war ein ziemlicher Rundumschlag, glaube ich, jetzt. Ich merke alleine jetzt schon, wie viel ich wieder lese und wie viel ich lerne. Ich gehe auch in eine christliche Gemeinde. Ich war da jetzt einmal und es hat mich wirklich zutiefst berührt. Und es ist, ehrlich gesagt, Leute, alles andere als irgendein Sektentum. Ich rede hier nicht von diesen typischen Kirchen, da wo furchtbare Misshandlungen stattfinden. Das ist etwas, wovon ich mich persönlich ganz ausdrücklich distanziere, auch von jeglichen Art von Sekten. Damit will ich nichts zu tun haben. Das hat für mich, also in meinen Augen, gar nichts mit Gott zu tun. Aber ich denke, gerade am Anfang oder natürlich auch im weiteren Verlauf ist es wichtig, dass man da eine Gemeinschaft aufbaut. Als ich von Indien nach Bali geflogen bin und die Menschen in Bali erlebt habe, wie absolut dämonisch abgefuckt die waren. Und ich habe mir gedacht, ey, was ist los? Wieso denke ich solche Gedanken? Ich kann es mir nicht, also ich konnte es nicht verstehen. Aber diese Menschen, die da einen auf Yoga, Meditation und Vegan gemacht haben, ich will jetzt gegen Vegan nichts sagen, aber es geht mir um die Praktiken, wie gesagt, Meditation und Yoga, die zerstören den Menschen. Und wenn du wirklich sehen kannst, dann wirst du begreifen, es ist jetzt auch gerade nicht ungewöhnlich, dass diese Raben dieses Video hier gerade stören. Muss wohl wichtig sein, was ich hier gerade erzähle. Das ist verrückt, das ist echt um die 20 Raben hier gerade um mich herum. Naja, auf jeden Fall möchte ich sagen, dass es mich halt extrem gewundert hat, wieso ich immer so eine Abneigung gegen diese spirituellen Menschen hatte. Obwohl ich die Gegenwart doch dieser Menschen eigentlich auch gesucht habe, weil sie meine Interessen vertreten haben. Und naja, aber ich habe verstanden, dass das, was ich dort anschaue, nur dämonischer Natur ist. Nicht der Mensch selber. Der Mensch war quasi, die Seele war innen drin und hat wahrscheinlich furchtbar gelitten oder leidet furchtbar. Und das Dämonische schaut dich an wie so eine absolut ekelhafte Fratze und sagt, ja, jetzt habe ich dich als Seele auch. Wenn wir dieses Leben, dieses einzige Leben, was wir haben, nicht Gott widmen, dann landen wir hinterher wirklich in den Abgrund. Und wenn ich mir so manche Höllenberichte anhöre oder durchlese, dann ja, ist das leider etwas, woraus man nie wieder entkommen kann. Es mag sich für den einen vielleicht abergläubisch jetzt anhören und sehr mittelalterlich. Ich muss mich ehrlich gesagt auch noch an diese Gedanken gewöhnen, aber für mich ist das alles wesentlich plausibler als diese ganze Lichtarbeit. Denn wenn die Lichtarbeit so Licht wäre, hätte ich nicht immer an diversen Depressionsschüben gelitten, ich hätte nicht Selbstmordgedanken gehabt, ich hätte nicht teilweise einen furchtbaren Hass auf die Menschen gehabt, schlimme Gedanken, sondern ich wäre zufrieden mit meinem Leben gewesen, ich wäre positiv. Und wenn ich mir so Berichte von Leuten anhöre, die der Esoterik, die der Spiritualität zugewandt haben, sind oder waren, und dann zu Gott, zu Jesus gekommen sind, dann berichten die exakt das Gleiche. Wisst ihr, nur weil spirituelle Lehrer oder Gurus nach außen hin immer so den Anschein geben, sie wären sowas wie Übermenschen oder sie können ein tolles Make-up oder ein Lachen aufsetzen, heißt es nicht, dass es in ihnen wirklich positiv aussieht. Ich habe jetzt durch die christliche Gemeinde Menschen kennengelernt, die wirklich von innen heraus gestrahlt haben, wo ich kein komisches Gefühl hatte. Und das war etwas, wonach ich ehrlich gesagt lange gesucht habe. Es war für mich auch so, ich kam manchmal mit völlig normalen Menschen besser zurecht als mit irgendwelchen spirituellen Menschen. Auch wenn ich die Gespräche mochte, aber irgendwas in ihrer Ausstrahlung hat mich eben abgestoßen. Es war nicht der Mensch als solches, sondern das, was in ihnen gewohnt hat. Und ja, so sieht es jetzt momentan aus. Ich möchte hier nicht predigen, sondern ich möchte aufklären. Aber wenn du es so erklärst, dass es sogar ein Kind verstehen kann, dann ist das, glaube ich, etwas, was wirklich richtig ist. Ich würde mal sagen, das war's für heute und ich wünsche euch alles Gute. Quiero dejar un comentario final en este video y es acerca de un fragmento que no publiqué del mismo testimonio, que está relacionado con los planes que tiene Esmarra en el corto y mediano plazo y que ya empezó a realizar, como fue
el de eliminar todos los videos que tenía acerca de la promoción de las prácticas de la nueva era. Esto es una cosa muy positiva que es que hay que aplaudirle. También me pareció muy positivo es como el testimonio que nos acaba de presentar. Sin embargo, hay algo con lo que no estoy de acuerdo y es que al pedirle que ampliara sus experiencias del mundo esotérico y el mundo, todo lo que ella vio en la New Age, especialmente lo que vio y vivió en la India, pues no quiso hablar al respecto y allí es como se idea un conferencias virtuales o una conferencia virtual donde abarca varias temáticas y en la que ella cobra 50 o 100 oíros para poderlas oír su testimonio completo. En ese sentido no estoy de acuerdo y es como lo que les decía al inicio, de que a veces las personas salen de la New Age y están todavía pegados a ese lastre que los ataba a esa vida. En este sentido, pues es de entender de que en el caso de Smarra, así como el de muchos otros practicantes de la New Age, que dedicaron pues miles de euros a formación de Reiki, clases de yoga, conferencias, viajes, como vimos en el caso de ella que estuvo en la India. Y cuando ya salen del New Age y todo eso, y se quedan ya sin videos y digamos una forma de ganarse su vida, pues una cosa que a mi modo de ver es muy errónea y es del lado equivocado, es como querer sacarle a las personas el dinero que invirtieron durante todos estos años y es digamos que uno de los argumentos que ella ha dado para sustentar el no comentar más acerca de su viaje a la India. Ya que cuando se le preguntó, cuando le pregunté acerca de que por favor nos dijera más acerca de todo lo que vivió allí, de qué fue lo que realmente la hizo como despertar de lo que ella hace referencia a lo demoníaco, posesiones demoníacas, pues dice que si quieren verlo hay que pagar los 50 o los 100 euros. Esto me parece a mí muy injusto, ya que la doctrina cristiana realmente se basa en dar sin esperar nada a cambio, dar sin recibir. Y aquí, en este sentido, ella todavía está atada a todo esto del New Age, que hay que dar, pero con algo a cambio. Y allí es donde vemos que su transformación, pues no ha sido, digamos, completa, sino que va apenas paso a paso. No es de culparla, no es de señalarla, sino que simplemente quería hacer el comentario acerca de que esto sucede en gran cantidad de ocasiones cuando las personas salen del mundo del ocultismo y pretenden que quienes reciben sus testimonios pues sean como los que paguen lo que ya dejaron ellos de recibir, de captar. Y bueno, esto para mí es absolutamente irónico, es absolutamente injusto y pues esto va de acuerdo exactamente a todo lo New Age. Les decía, para poder salir del New Age no es de la noche a la mañana, no es con el chasquido del dedo que uno ya sale y ya quedó uno como liberado, limpio y como un santo. Estos son cuestiones que llevan años para que la persona pues pueda liberarse completamente. He conocido casos en que la persona dura hasta 3 y 5 años en esa fase de purificación y muchos casos después de la purificación es que han empezado, digamos, ya a hablar de su vida pasada, de todas las cosas que vieron en este sentido. No estoy señalando a nadie más con el dedo, pero sí hay bastantes casos y casos que conozco en persona que son idénticos, similares al de la chica que les acabo de presentar. Y bueno, que se reflexione un poco acerca de esto, de que realmente si están saliendo del New Age, la cosa es de que hay que matar, eliminar todo eso, todo ese lastre que ellos tienen,
Y una manera de hacerlos es entregarse, digamos, de corazón, entregar la mayor información que puedan dar para que las personas que aún andan en estos caminos cerrados, pues puedan salir, que conozcan todo más a profundidad. ¿Qué va a poder conocer más sobre, digamos, el yoga o el reiki que alguien que realmente estuvo metido allí? Entonces, digamos que es como un por favor, por favor, por favor. Si están ya en el camino, saliendo de ese camino errado, pues pedir, digamos, un poco más de la guía de Dios para que pues puedan entregarse a los demás y que todas esas experiencias realmente puedan surtir el efecto que todos esperamos, y es que cada día despierten más personas y salgan de todo ese territorio espiritual del mal, ese mundo que nos venden de colores y de miles de sabores dulces, cuando en realidad no es sino amargura, soledad y muerte. Entonces dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo video.